Hallo Leute und willkommen zurück zu Harveys neue Augen. So, mit der kleinen Lilifee hier. Ja, wir gucken uns mal die Bananen an hier. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber ja. Da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Ja. Genau. Freie Fläche. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Ach so. Ein Adler, ein Bär. Was könnte da denn hin? Können wir uns einfach mal einen Bananen nehmen? Jawohl. Und Äpfel? Jawohl. Läuft. Gut, dann reden wir mal mit der oberen Ignaz. Die oberen trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. So, sorry für den kleinen Cut-up. Hat gemerkt, dass ich auf meinem Teamspeak-Server einfach noch im falschen Channel war. Dann hört man das immer. So, ja. Aber ich glaube, wir kommen hier trotzdem nicht weiter. Oder können wir irgendwas machen? Ich glaube, wir können bestimmt mit den Sachen irgendwas machen jetzt, die wir eingesammelt haben. Okay, jetzt sind wir da. Wollen wir zur Kapelle nochmal gehen? Oder zum Brunnen? Geh mal zum Brunnen. Vielleicht will der Shawnee, Mensch. Vielleicht können wir dem ja irgendwas... Was wollte der eigentlich? Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept. Lilly dachte trottartige Kinder. Hau ab, oder? Shawnee nervt. Tough. Was muss ich nochmal machen? Also, tough sein? Also, ja. Wenn du mich... Du traust dich schießen. Und so lange bekommst... Doch Spatzen schießen, oder was? Schieß dir auch gleich mal einen Spatzen ins Hirn, ey. So. Ich schieß doch nicht auf Spatzen einfach. Vielleicht können wir ja mit ihm nochmal schnacken hier. Was? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Okay, Bodenplatten. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur wüsste, unter welcher Bodenplatte ich suchen muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ich weiß nicht recht. Und jetzt bollert er da weiter rum. Geht Beistuhl tun, Beistuhl betreten. Gehen wir mal rein. Oh, jetzt kommt... Oh, verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Wollen wir einfach mal hier nochmal hingehen? Sollten wir da nicht noch irgendwas machen? In der Abhörkammer? Können wir da noch was tun? Sprengzünder zum Beispiel. Eine Abhörkammer. Ja, packst das Ding an ein Brett.
Das haben wir da ja hergeholt. Das will ich da nicht zurück tun. Lass mit mir Schweinchen. Murmeln, murmeln. Eine. Eine. Eine Abhörkammer. Hm. Kannst du da dann mal rein jetzt? Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ah. Also er muss aufhören oder was? Aber müssen wir hier nicht auch noch was machen? Können wir was machen hier? Halterung? Weg die doch mal. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lily dachte gerade an Ponys. Den Riegel müssen wir dann benutzen, wenn er da drin ist. Und was anderes fällt mir auch nicht ein. Ist oben noch? Weiß ich nicht, dasselbe. Das Kreuz wackelt ja ziemlich. Vielleicht können wir da ja was machen. Ein Brett? Nee, das brauchen wir gleich zum Zumachen der Tür wahrscheinlich. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lily wollte lieber nicht riskieren, dass es umfiel. Sonst würde die Oberin sie noch daran aufhängen. So wie auf den Bildern. So wie auf den Bildern? Sprengzünder? Das Kreuz sah Lily sonst so wie... Das Kreuz Lily sonst so Mann, wie... irgendwas muss man noch machen können. Hier kann man da eigentlich noch hoch. Ach, Kreuz. Das Kreuz, Lily, sonst so wie... Ja, irgendwas muss man doch hier tun können. Keine Ahnung. Dann nicht. Da will ich aber auch eigentlich nicht mehr so schon wieder hin. Das Kreuz ist wackelig und ihm müssen wir irgendwie, ich weiß nicht, oder müssen wir ihm was geben? Vielleicht, oder den Sprengzünder einfach hier für die Bodengeschichte... Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Bodenplatten entschlüsseln. Natürlich kennen wir jemanden, der sich damit auskennt. Und dann hat er uns die tollen Tipps gegeben. Bleib bitte von dem Platten, du behinderst... Irgendwie... Selbst wenn wir uns einen Tipp holen, ne? Dann gehen wir nochmal zu ihm. Hier zum alten Greis. Vielleicht kann er uns ja helfen. Oder sind wir hier total falsch? Ich glaube, wir sind falsch. Hier Lily in der Haupthalle. Und dann müssen wir nach innen, ne? Oder dahin? Klosterflur? Treppenhaus. Klosterflur. Sammlung. Da ist er ja drinne. Hallo! Ich red mal mit ihm. Einen Apfel kann er ja schon mal kriegen, eine Banane haben wir auch. Vielleicht können die ja dann sonst auch hier abgelegt werden, die Sachen. Das wäre ja auch schön. Ach, das geht sogar. Geil, ja, weil das ja diese... Nee. Leg das mal ab. Ja, aber ich kann nur eins zur Zeit, oder? Wie? Das war die Erinnerung, ja. Wenn eine Emotion... Eine Emotion schafft etwas Essbares, okay. Dann kriegst du jetzt erstmal eine Banane. Da. Und? Was? Kennen wir uns? Aha. So, jetzt er hat sich ja, er hat jetzt die Banane und dann kann er sich besser erinnern. Oder wie? Oder was? Du willst die Hinweise noch? Das Gewicht nämlich. Hinweis 3. Kokosnüsse bewahren. Also, Kokosnüsse? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Was ja so viel heißt wie Bananen und Apfel, fand er gut, Kokosnuss aber nicht. Ist ja interessant jetzt. Ja, das waren die Hinweise. Was kann ich jetzt aber hier machen? Das war die... Wenn Lily wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares.
Tollkirschen. Brauche ja eh eine Kokosnuss. So. Aber wie habe ich das gemacht gehabt, das, ne? Hier mit dem Notizblock. Damit habe ich das gemacht gehabt. Dieser ein spezieller Tag, den ne? Wir haben noch wütend. Genau, traurig über einen Banal, fröhlich wie eine Kokosnuss. Schön. Mhm. Ja, jetzt, dann liegt... Wie was? Jeder weiß, erzeugt jede mit Äpfeln. Also, da gibt es Stärke von mit Äpfeln. Ich habe jetzt aber eine Banane. ja, kapieren tue ich das irgendwie alles immer noch nicht so ganz. Dass das da jetzt so liegt, aber mich wundert das irgendwie, dass ich die Banane nicht auch hintun kann. Weil das vielleicht nur eine essbare Sache geben soll, oder? Hm. Komm, da aber. Geht denn das andere auch? Tollkirschen, geht das? Das würde dem alten Mann auch nicht auf die Sprünge helfen. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Eine Emotion? Zum Beispiel... Nee, das haben wir ja hier gefunden. Der Quittungsspieß. Das war die Erinnerungsstütze des... Wenn Lilly... Eine Emotion. Eine Emotion, eine Eigenschaft, was Essbares. Essbar haben wir ja schon mit Banane und Apfel. Beides geht ja anscheinend nicht. Nee, das ist nämlich das Essbare, die dritte Eigenschaft sozusagen. Eine Emotion. Das war die, wenn Lilly eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Oh Gott, wie finden wir denn jetzt eine Emotion? Können wir das Glas mit Meerschweinchen hinstellen? Das war die, wenn eine... Geht schon mal nicht. Ich probiere mal alles, was wir haben. Das war eine... Die Murmeln vielleicht? Das war... Nee, dann müssen wir wohl noch was anderes finden. Vielleicht nochmal die Pfadfindergeschichte hier. Hey, das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausge... Das wäre doch eine gute Emotion, aber ich glaube, da soll dann doch nochmal was anderes hin. Scheinbar. Tja, dann komme ich hier gerade auch, glaube ich, nicht weiter. Allerdings wäre das der Tipp für den Tempelkram unten. Schuluhr, Gargoyle. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Mhm. Kann ich hier irgendwie runterholen? Können wir nochmal mit Capo reden? Ihrem Schatz. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt. Falls was, ich mach mir so. So, jetzt kannst du uns mal vielleicht helfen hier mit Sprengzünder oder so. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher... Ja, ich habe hart für den Sprengzünder gearbeitet. Mach dich doch mal nützlich, Junge. Hilf uns doch mal. So, er ist doch so ein netter Typ. Guck mal, hier hängt doch auch noch was, ein Ballon. Komm. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Das ist ja doof. Da muss man noch was mitmachen können, oder? Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Ja. Ich versuche das jetzt nochmal irgendwie mit Brett und oben und keine Ahnung, vielleicht... Ja, wir haben auch noch diese komischen Masken hier, ist auch irgendwie alles strange. Können wir da die Murmeln irgendwie reinsetzen? Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werk. Leider war... Die Schrauben lösen, da war ja was. Kronleute der Befechtung, dann kommen wir an den Ballon, kommen wir dann ran. Tülü. Das war sicher nicht das Ideal. Und solange Lilly keinen triftigen... Kommt man vielleicht irgendwie nochmal... Zu Ätna wegen Schraubenzieher und Pipapo kommt man nochmal raus. Aber nee, das geht ja irgendwie nicht, ne? Was ist denn eigentlich hier? Okay. Lilly nahm dies. Darum hielt... Ich weiß doch auch nicht. Keine Ahnung. Schrauben lösen. Ja, na dann. Halterung? Haken? Kamin? Das doofe Büro.
Noch ein. Überall aber diese Haken, das verwirrt mich, dass hier Haken sind. Glas mit Meerschweinchen? Komm, lass die schmecken. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Lecker! Wie wär's mit Tollkirschen? Lilly bezweifelt. Können wir jemand anderem ein paar Tollkirschen irgendwie unter die Nase reiben? Wie wär's mit einer Banane? Lilly bezweifelt. Das ist das Andenken. Das ist das. Für das Rätsel ist das. Die Banane und der Apfel. Oh, Leute, ich habe keine Ahnung, ne? Wenn es mir geht, würde ich schon wieder so einen Tipp irgendwie raussuchen. So, Mann. Nur um zu wissen, wegen welcher Raum. So, wo als nächstes sind. Wie bei den Wimmelbildspielen. So würde ich mir das wünschen. So, einfach mal ein Tipp. Nur so ein kleiner. Ja, Essen haben wir jetzt geholt. Kannst du noch mal was dazu sagen? Tröpfelt ja die Katze. Und vergiss nicht, Birgit zu erinnern, die Stickerei fertig zu machen. Das weiß sie doch. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Den platzt doch die ganze Zeit. Selbstbeherrschung ist wichtig. Boah, die geht doch selber nicht, Lapse. Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Voll übertrieben. Ja. Gut. Edna kann uns aber auch gar nicht helfen. Und da unten ihn, da brauchen wir die Hinweise. Also wir müssen, finde ich, so reinfolgentechnisch müssen wir eigentlich eher dem alten Greis seine emotionalen Stützen geben. So laufe ich jetzt nochmal irgendwie rum und oder er hier. Da kann ich auch irgendwas hier einsammeln oder so. Hier die Termiten, so als emotionale Öl. Glas, Termiten. Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Und kann man nicht, guck mal, kann man hier nicht zurück? Doch, man kann doch zurück. Dann geh nochmal rein in den Keller, vielleicht finden wir da einen Schraubenzieher. Wer ist das denn? Hä? Wer ist das denn? Was macht der denn hier? Memphis. Hä? Huh? Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Ah, okay. Dann erzähl mal was über dich. Das ist, guck mal, ist gefährlich. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Okay. Ofen. Aber... Psst. Sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Okay. Singen. Lalalala. Der Untergang ist nah. Oh, finde ich gut. Rezept? Verschwinde endlich, bevor mich noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Weiß ich doch, nochmal singen. Lalalala. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Ach, schön. Guck mal, die harmonieren doch ganz gut zusammen, die beiden. Wir sind verdammt, verdammt. Alles klar. Memphis, dann bleibt mal hier drinne. Kriegt mal oben Klappe, machen wir noch zu. Tschüss. Ah! Oder auch nicht, ne? Was können wir mit ihm machen? Vielleicht will er ein Glas mit Meerschweinchen? Was ist das? Was hast du da? Ach, weißt du was? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Bleib mir einfach damit vom Leibe, kann ja? Kann ich verstehen. Ist auch voll abartig eigentlich. Sprengzünder? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Okay, muss man sich auch mal merken. Murmeln. Was ist das? Ach, weißt du was? Bleib mir ein... Ja gut, Sprengding, das ist ja, Mann, gut zu wissen. So, er ist da drinne, da ist die Klappe, da ist noch eine Konservendose. Nimm die doch mal mit. Lilly verstand sich blendend. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Dann bringen sie doch durcheinander.
Lilly wusste, dass sie nicht mit das Essen war. So ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Okay, komm, mach doch mal was. Lilly wusste, dass wir brauchen und wenn Dinge es zum Einsammeln, damit wir Erinnerungsstücke zusammenbekommen. Für den alten Greis, wenn das denn überhaupt so passt mit dem Plan, den ich hier so verfolge. Vorräte, so. Lilly wusste, dass ja. Und wenn... Weiß ich nicht. Tollkirschen. Oh ja, da was reinmixen. Lilly wusste, dass Tollkirschen je Memphis geben. Was ist das? Und wenn man ist ja interessant, dass der jetzt auf jeden Fall hier unten ist. Wollen wir hier nach vorne gehen, aber ich glaube, da ist auch nichts. Edna und Lilly. Fliegerbombe. Reifenschaukel. Haben wir Pech hier und die Komposttonne. Ja. Fällt mir eigentlich nur ein, dass wir nochmal irgendwie zu Shawnee gehen. Mit dem irgendein Blödsinn hier geben. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, ich schaue mal im nächsten Part weiter hier, wie es weitergeht mit Harveys Neuaugen, weil im Moment schwierig. Aber wir haben den Memphis kennengelernt. Also es lohnt sich hier dann nochmal überall immer, glaube ich, rumzulaufen. Bestimmt habe ich auch noch mehr übersehen, wie zum Beispiel den Luftballon vorhin und so. Also echt knifflig, finde ich gerade so am Anfang, die Sachen hier zu lösen. Vor allem, weil es so sich anfühlt, gerade als hätten wir schon mehr Rätsel auf einmal, die wir lösen müssen. Ich glaube, wir müssen die Erinnerungsstücke erstmal einsammeln für den Greis. Was sagt ihr? Wenn ihr eine Ahnung habt, wie es weitergehen soll, dann schreibt mir doch gerne einen Tipp in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Part von Harveys Neue Augen. Bis dann!